Herzlich willkommen zum Phoenix-Thema. Spionage, dieser Begriff, der unzählige Autoren und Filmemacher schon inspiriert hat, hat im Jahr 2013 eine ganz neue Dimension bekommen. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden im Sommer wurde deutlich, Massenüberwachung scheint im digitalen Zeitalter ein Klacks zu sein, nicht nur technisch, sondern auch moralisch betrachtet. Selbst das Handy der Kanzlerin ist offenbar schon seit Jahren eine willkommene Informationsquelle für die US-Geheimdienste. Das sorgt in Deutschland und anderen Staaten für Empörung, obwohl ganz konkrete Details der Schnüffeleien noch gar nicht bekannt sind. Wir wollen heute darüber diskutieren, wie es mit der deutsch-amerikanischen Partnerschaft aktuell aussieht, mit welchen Methoden Geheimdienste generell spionieren oder inwieweit deutsche Geheimdienste auch in diese Spionage involviert sind. Ja, und wer in Deutschland eigentlich schon vorher wusste, der Freund hört mit. Sagen wir es mal so. Wenn schon täuschen, dann richtig und an richtig prominenter Stelle. Juni in Berlin, der Platz vor dem Brandenburger Tor, Barack Obama zu Besuch. Und aus heutiger Sicht wirkt selbst das hier schon einigermaßen verlogen. Unter Freunden können wir ja ein bisschen lockerer sein. In Wahrheit sollen US-Agenten die Kanzlerin auch damals intensiv ausgespäht haben, etwa von der Botschaft im Hintergrund aus, wie überhaupt seit 2002. Obama soll Merkel erst vor Tagen versichert haben, dies sei ohne sein Wissen erfolgt. Seit heute scheint es nach einer angeblichen Information Obamas durch den NSA-Chef im Jahr 2010 aber mehr als fraglich. Und Amerikas Umgang mit der Wahrheit erscheint taktisch. Wir lassen uns von den Amerikanern so nicht behandeln. Das Vertrauen ist beschädigt und ich denke, jetzt muss einiges passieren, dass dieses Vertrauen auch wiederhergestellt wird. Dabei verhält sich die deutsche Regierung kaum besser. Friedrich Pofalla, vor der Wahl wiegelten die Verantwortlichen ab. Danach geben sie sich empört. Na und? Ich finde schon bemerkenswert, dass wir in erster Linie darüber diskutieren, wer bei uns verantwortlich ist, als ob jemand verantwortlich dafür ist, wenn andere sich nicht rechtlich einwandfrei verhalten. Und die noch Opposition vor der Wahl laut anklagend nun rasant auf der Suche nach Konsens. Taktik. Diese Angelegenheit hat eine so große Bedeutung, dass es am besten wäre, wenn sich alle vier Fraktionen im Bundestag darüber verständigen würden. Thomas Oppermann hat mit erstaunlicher Geschwindigkeit, obwohl die Koalitionsverhandlungen noch gar nicht richtig begonnen haben, gewechselt von der Aufklärerrolle in die Vertuscherrolle. Auch Amerikas Talkshows diskutieren inzwischen die Affäre. Wenn, was wir in Deutschland tun, uns und den Deutschen hilft, fein. Aber das Abhören eines verbündeten Regierungschefs geht nicht. Am Abend ein überraschendes Dementi der NSA. Ihr Chef habe den Präsidenten nie über Geheimdienstoperationen gegen Angela Merkel informiert. Das Spiel mit der Wahrheit geht in eine neue Runde. Und über dieses Thema möchte ich sprechen mit zwei Experten. Zum einen Professor Josef Foschepurt, Historiker an der Universität in Freiburg. Herzlich willkommen hier bei uns. Und mit Professor Jörn Müller-Quade, Leiter des Instituts für Kryptographie und Sicherheit am Karlsruher Institute of Technology. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Einen schönen guten Morgen. Die erste Frage geht an Professor Foschepurt. Ich habe zwei Zitate. Das Vertrauen ist beschädigt, sagt Innenminister Friedrich zur Handyspionage. Das geht gar nicht, hat die Kanzlerin dazu gesagt. Wie angeschlagen ist das deutsch-amerikanische Verhältnis aus Ihrer Sicht derzeit? Durch die Überwachung der Kanzlerin ist ja etwas deutlich und in die Breite der Öffentlichkeit gedrungen, was eigentlich vorhanden schon war. Und wir haben uns ja nicht so sehr aufgeregt, als Milliarden Handys abgehört wurden. Und nun hat es aber, glaube ich, die notwendige Breite erreicht, über die wir dann auch diskutieren können. Also es ist gut, dass es so weit gekommen ist. Und diese Affäre, ja, und die Affäre verdient es auch nach allen Seiten nun richtig durchdacht und durchwirkt und in ihren Konsequenzen politisch zu Ende gedacht zu werden. Professor Müller-Quade, hat es Sie überrascht, als Sie von der Handy- oder möglichen Handy-Ausspionierung der Kanzlerin gehört haben? Tatsächlich hat es mich überrascht. Ich habe zuerst gedacht, dass so ein Krypto-Handy abgehört würde. Aber ganz es war kurz, ja tatsächlich ein Standardangriff. Ein trivialer Angriff auf ein nicht verschlüsseltes Handy. Wurden denn schon Kanzler vor Angela Merkel abgehört, sagt der Historiker? Wir haben also in der Bundesrepublik eine lange Tradition der Überwachung. Die reicht schon bis in die Anfänge der Bundesrepublik zurück. Also wir haben eine 60-jährige Tradition.
Und das ist eigentlich auch das Spannende an dieser ganzen Affäre. Es ist nur eine einzige Affäre in einer langen Geschichte. Wir haben ähnliche Affären schon gehabt in den 80er Jahren, 90er Jahren. Die Echelon-Affäre gegen Ende des 20. Jahrhunderts, aber auch in den 50er, 60er Jahren ist so etwas immer wieder hochgekommen. Das liegt natürlich daran, dass diese Dinge ja ganz strikt geheim gehalten werden müssen. Und beide Seiten, damals die Besatzungsmächte und die Bundesregierung, ein Interesse daran hatten, dass dieses nicht an die Öffentlichkeit kam. Und hatte die Bundesregierung denn Kenntnis darüber, dass spioniert wird? Und inwieweit könnten Sie Kenntnis darüber gehabt haben? Ja, es gibt die schöne Sache, dass der Konrad Adenauer, der Bundeskanzler, damals auch im Bundestag mal gesagt hat, bei ihm würde auch ständig das Telefon knacken. Und er wisse genau und er hoffe sehr, dass nun bald diese Überwachung eingestellt werden würde. Von Helmut Schmidt ist es bekannt und Helmut Kohl wissen wir das auch. Also da befindet sich Frau Merkel in einer guten Tradition der deutschen Kanzler. So richtig gut scheint Angela Merkel, scheint die Regierung das aktuell nicht zu finden, dass sie offenbar ausgespäht wurde, dass ihr Handy abgehört wurde. Halten Sie diese aktuelle Empörung für echt? Ach, die Empörung ist sicherlich echt, weil hier ist jetzt so ein Schmerzpunkt erreicht worden. Sie war unecht während der Sommerphase, als ja der ganze Skandal öffentlich gemacht worden ist. Und da man einfach versuchte, diese Dinge herunterzuspielen, um sie zu nivellieren und zu sagen, es ist eigentlich alles okay. Und vielleicht bekommt jetzt diese Affäre doch noch den richtigen Drive, damit wir einen Schritt weitergehen und danach fragen, was sind die eigentlichen Ursachen, was sind die notwendigen Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssen. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Waren denn die deutschen Geheimdienste gutgläubig aus Ihrer Sicht oder wussten die vielleicht doch mehr, als sie gerade zugeben mögen? Beileibe nein. Also die deutschen Geheimdienste und die amerikanischen Geheimdienste, die sind nach dem Krieg miteinander groß geworden. Das heißt also, die Amerikaner sind nach Deutschland gekommen. 1952 ist erst die NSA gegründet worden. Und gewissermaßen im Tandem sind die beiden, BND, Verfassungsschutz und natürlich NSA, gewachsen. Natürlich unter der Obhut der Amerikaner. Also das sind alte Freunde. Man kennt sich gut. Und unabhängig von Legislaturperioden ist da ein riesiger geheimdienstlicher Komplex entstanden, der uns ja heute diese großen Probleme bereitet. Das heißt, inwieweit sind Sie in diese aktuelle Ausspäh-Affäre involviert gewesen? Was glauben Sie? Also ich gehe davon aus, dass Sie da sehr genau informiert sind. Und dass sie das, sonst haben sie einfach völlig versagt. Wir haben jetzt im BND ein neues Gebäude in Berlin hingestellt. Das ist so groß wie 4 Fußballplätze. Und da passen 6.000 Mitarbeiter rein. Und das ist ein Filetstück von Berlin. Also die müssen ja auch ein bisschen Leistung bringen. Und wenn ein Geheimdienst, ein deutscher Geheimdienst nicht in der Lage ist, einen Angriff nachrichtendienstlicher Art auf die Kanzlerin abzuwehren, dann denke ich mal, ist er das Geld nicht wert, was er verdient. Das ist eine klare Aussage, ja, dass es eine Zusammenarbeit zwischen BND und den USA gegeben haben könnte, wurde bereits im Sommer schon vermutet, als von der möglichen Handy-Ausspähung der Kanzlerin offiziell noch gar nichts bekannt war. Aufmunternd, skeptisch, kämpferisch. Angela Merkel hangelt sich am Freitag durch ihre traditionelle Sommerpressekonferenz. Fazit nach fast 2 Stunden, sie habe nichts von den umfangreichen Schnüffelprogrammen der Amerikaner gewusst. Doch offenbar ihre Nachrichtendienste. Die Regierung schwindelt und Frau Merkel versucht, die Bürger einzulullen. Ehrlich gesagt finde ich es inzwischen langweilig, darüber zu reden, weil doch klar ist, dass die Bundesregierung Bescheid wusste. Laut Spiegel sollen die Amerikaner die Deutschen mit einem Spähprogramm namens X-Keyscore ausgestattet haben. Das ermögliche Nutzeraktivitäten und Anomalien im Internetverkehr aufzuspüren. Ich fürchte, wir müssen die Realität der technologischen Revolution zur Kenntnis nehmen, dass die Dinge an uns vorbeiziehen. Dass die USA und andere Dienste in China oder sonst wo Dinge mit unseren Daten im Ausland machen, nicht auf deutschem Boden. BND und Verfassungsschutz bestätigen, dass ihre Behörden die Spähsoftware der Amerikaner verwenden, allerdings die Daten nicht massenhaft weitergegeben würden. Verfassungsschutzpräsident Maaßen betont in der Bild am Sonntag, bei seiner Zusammenarbeit mit der NSA hält sich der Verfassungsschutz strikt an seine gesetzlichen Befugnisse. Der Verfassungsschutz testet die vom Spiegel angesprochene Software, setzt sie aber derzeit nicht für seine Arbeit ein. Intensiviert wurde die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA 2007, als in Berlin die Große Koalition regierte. Damals halfen die Amerikaner entscheidend mit, dass Islamisten der sogenannten Sauerlandgruppe ihre Terrorpläne in Deutschland nicht umsetzen konnten.
Frust bei den Mitgliedern des parlamentarischen Kontrollgremiums, die die Neuigkeiten scheibchenweise aus den Medien erfahren. Wir erfahren nicht die Wahrheit, wir erfahren nicht die volle Wahrheit. Wir können fragen, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir wenigstens auf Fragen eine richtige Antwort bekommen. Zurück zur Kanzlerin. Gibt sie nur die Ahnungslose oder agieren BND und Verfassungsschutz womöglich am Kanzleramt vorbei? Wie diese Frage auch zu beantworten sein wird, Angela Merkel hat offensichtlich 9 Wochen vor der Wahl ein ernsthaftes Problem. Professor Müller-Quade, wie eng ist aus Ihrer Sicht denn die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten in Deutschland und den USA? Ich glaube tatsächlich, dass wir darüber nicht wirklich etwas erfahren können. Das wird vor uns geheim gehalten und deshalb werden wir wahrscheinlich uns selber schützen müssen. Das heißt, wir dürfen nicht nur darauf vertrauen, dass politische Abkommen vielleicht dazu führen werden, dass mindestens mal Frau Merkel nicht mehr abgehört wird, sondern wir brauchen jetzt bei dieser Diskussion, die jetzt hoffentlich tatsächlich an Fahrt gewinnt, eben eine Tendenz dahin, dass wir auch aware werden müssen, dass wir uns bewusst werden müssen, dass wir in der Verantwortung sind, uns selber zu schützen. Wie können wir uns denn schützen? Was sagen Sie als Sicherheitsexperte dazu? Ja, das ist leider ein leidiges Thema, denn hier muss ich die schlechte Nachricht überbringen, dass gegen Geheimdienste sich zu schützen sehr, sehr, sehr schwierig ist, gerade weil die ganzen Sicherheitsannahmen, die man in der Wissenschaft jetzt machen würde, um zum Beispiel zu zeigen, dass ein bestimmtes Verschlüsselungsverfahren gut ist, die gelten nicht mehr, wenn der Angreifer ein Geheimdienst ist, beispielsweise wenn er zusammenarbeitet mit dem Hersteller des Computers oder mit dem Hersteller des Betriebssystems auf dem Computer und man so Hintertürchen ausnutzen kann, die einem den Zugang auf die Daten erlauben, bevor sie verschlüsselt sind. Aber man kann sich trotzdem schützen im Sinne von verschlüsseln, um Sand ins Getriebe von Massenüberwachung zu bringen. Und insbesondere hilft das nebenbei auch gegen vielleicht neidische Konkurrenten oder organisiertes Verbrechen. NSA-Chef Keith Alexander glaubt, dass die USA von anderen Staaten auch ausspioniert werden. Er hat im Prinzip gesagt, ja, das macht doch jeder. Warum regt ihr euch so auf? Glauben Sie, Herr Müller-Quade, dass da was dran ist? Ich glaube natürlich, dass da was dran ist. Aber es geht ja um den Maßstab. Es geht darum, dass letztlich wir selber vielleicht gar nicht diese riesigen Mittel wie die NSA haben. Die NSA hat viel mehr Möglichkeiten und allein diese Zusammenarbeit mit Google und Herstellern hat mich doch mehr überrascht als das, was ich erwartet hatte. Herr Foschepoth, Sie vertreten die These, dass die USA die Kanzlerin rein rechtlich betrachtet sogar abhören dürfen. Das haben Sie auch in Ihrem Buch vor einem halben Jahr schon beschrieben. Können Sie uns das kurz erläutern? Ja, diese Abhörgeschichte geht ja zurück bis in die Anfänge der Bundesrepublik. Und zunächst kamen die Siegermächte als Besatzer nach Deutschland und haben selber bestimmt, was sie taten. Und so konnten sie abhören und zensieren, was sie wollten. Dieser Prozess endete dann 1955 in einer gewissen Weise, weil dann das Besatzungsstatut abgeschafft wurde. In einem Deutschlandvertrag wurden neue Regelungen aufgegriffen, aber darin enthalten waren interessanterweise Vorbehaltsrechte. Und unter anderem wurde da auch den Alliierten vorbehalten, dass sie in Zukunft weiterhin den Post- und Fernmeldeverkehr überwachen dürfen und sich als Geheimdienst in Deutschland frei bewegen können. Und daneben gab es jetzt eine ganze Reihe anderer Verträge. Ich will nur sagen, das Recht zur Stationierung von Truppen in Deutschland wurde damals auch in einem sogenannten Aufenthaltsvertrag geregelt. Ein weiterer Vertrag kam hinterher dazu, das war der NATO-Vertrag. Und da machten wir einen speziellen Zusatzvertrag mit den Alliierten, wo wiederum das Recht auf Durchführung von Überwachungsmaßnahmen garantiert war. Und jetzt mache ich einfach einen großen Sprung. Das geht so eigentlich weiter durch die ganze Geschichte. Ja. Das Spannende ist nun, dass bei den 2+4-Verhandlungen, also 1990, als es um die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands ging, der Deutschlandvertrag, obwohl wir jetzt frei und souverän wurden, eben durch Noten, Austausch von Noten, beibehalten worden ist. Und zum Zweiten auch der Aufenthaltsvertrag. Und seitdem befinden sich also die Amerikaner in unserem Land nach wie vor, ich sag's salopp,
auf Besatzungsgrundlage. Das heißt, es ist kein Vertrag zwischen gleichberechtigten Staaten gewesen, sondern der Bundeskanzler Kohl hat mit den Alliierten, weil er natürlich die Wiedervereinigung gerne wollte, deren Wunsch erfüllt und sagt, wir machen keinen Vertrag über die Stationierung der Truppen hier, sondern der alte Vertrag gilt fort. Und seitdem haben wir auch hier in der Bundesrepublik gewissermaßen die Militärbasen der USA als exterritoriales Gebiet. Und das heißt, sie haben die Lufthoheit darüber, sie können auch von dort aus abhören, sie können vor allem amerikanisches Recht anwenden, sie haben Bewegungsfreiheit in ganz Deutschland, sie können ihr Material über die Rhein-Main Airbase in die USA schaffen und so weiter und so weiter. Also hier hat es enorme Konsequenzen, das ist das Wichtige an der NSA-Affäre, für die Frage der Souveränität der Bundesrepublik und zweitens für die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Warum sind denn diese teils uralten Gesetze nie überarbeitet worden? Weil es hier natürlich immer um ein Ober- und Unterverhältnis gegangen ist. Das heißt, es waren Besatzer, Siegermächte da und die hatten natürlich ein Interesse nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland gewissermaßen so zu zähmen, dass von Deutschland nicht wieder eine Gefahr ausgehen würde. Und dann hat man die geostrategische Lage Deutschland genutzt, um natürlich von hier aus auch Osteuropa und den Kommunismus abzuhören und abzufragen. Und insofern wurde Deutschland, wie es ja jetzt heute auch nochmal deutlich geworden ist, oder in dieser Affäre, zu einem am meisten überwachten Land in Europa. Wie leicht oder schwer wäre es denn, solche Gesetze zu ändern? Da müssen wir jetzt ans Eingemachte gehen. Wir müssen also das, was wir versäumt haben, also in den verschiedenen Phasen unserer Geschichten, kritisch aufarbeiten. Denn die alliierten Rechte sind schon richtig in deutschem Recht drin. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, in Deutschland gilt deutsches Recht, dann heißt das, die alliierten Interessen sind in dem deutschen Recht verankert. Also wir müssen da gar nicht lange hermachen. Sie haben auf der Grundlage dieses Rechts die Möglichkeit zu überwachen. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Was müssen wir tun? Wir müssen zum Beispiel den Deutschlandvertrag neu verhandeln bzw. abschaffen endlich. Das ist ja ein Relikt aus der Besatzungszeit. Den Aufenthaltsvertrag neu verhandeln. Das heißt, es kann nicht sein, dass die amerikanischen Truppen hier gewissermaßen in einem rechtsfreien Raum in Deutschland weiterhin agieren dürfen. Und erst dann werden wir in der Lage sein, das zu verhindern, was wir verhindern wollen, nämlich eine permanente Ausspähung auch der deutschen Bevölkerung. Unter Umständen ein langer Weg also. Über allem steht natürlich die Frage, wie kann man sich generell gegen Spionage wehren? Wie kann der Staat, wie können Geheimdienste, aber auch Unternehmen sie verhindern? Indem sie Experten darauf ansetzen, sagen die Franzosen, und bilden genau solche Experten auf der Schule gegen den Wirtschaftskrieg in Paris aus. Sie lernen den Umgang mit Waffen. Neuen, modernen Waffen. Datenstränge, ID-Systeme, Netzwerke. Ihre Dozenten sind Geheimdienstler, Militärexperten, Manager. Wir sind in Paris, in der Schule für den Wirtschaftskrieg. Ja, so heißt sie wirklich. Der Wirtschaftskrieg ist heute überall. Das Internet hat unsere Art zu arbeiten komplett revolutioniert, auch die Art zu kommunizieren. Der Wirtschaftskrieg ist ein Informationskrieg. Das Internet ist der Schauplatz eines riesigen Austauschs von Daten. Da wird sehr häufig zugeschlagen. Er war früher beim französischen Geheimdienst, heute ist er Schuldirektor. Die Räumlichkeiten diskret in einem abgedunkelten, fensterlosen Untergeschoss. Eine staatliche Kommission hatte schon vor 16 Jahren empfohlen, die Schule für den Wirtschaftskrieg zu gründen. Man hielt das für unabdingbar, um Frankreich vor Cyberattacken, Datenklau und Abhörangriffen zu schützen. Die Kampfmethoden, so beteuert man hier, sind alle legal. Das Ziel ist, unser Wissen so offensiv wie möglich einzusetzen. Das heißt, wir lernen, die Herausforderungen der Praxis zu erkennen, uns darin zurechtzufinden, vielleicht auch mal gewisse Konflikte zu provozieren. Aber wir lernen hier nicht zu spionieren und nicht, wie man auf illegale Art und Weise den Konkurrenten vernichtet. Das Ministerium legt uns da strenge Richtlinien auf. Produktpiraterie bei Spielen, Ideenklau bei Industrieinnovationen, nichts ist sicher vor den modernen Piraten im Datenmeer. Die NSA-Affäre zeigt, selbst Politiker-Handys sind vor Angriffen nicht sicher, auch wenn das unter Freunden gar nicht geht. 4,2 Milliarden Euro Schaden durch Spionage allein in Deutschland. Dort wird das Problem unterschätzt, sagt Bernd Oliver Bühler. Er hat die Schule in Paris erfolgreich abgeschlossen. Sabotage, Desinformation, Spionage,
Korruption, psychologische Kriegsführung, all das sind Bereiche, die finden Sie im Bereich der nachrichtendienstlichen Mittel und Aktivitäten, die finden Sie aber originär nicht in, in der Welt der Unternehmen, weil dieses gerne ausgeblendet wird und in den Bereich der, in Anführungszeichen, des James Bond, respektive der Romane, verschoben wird. Die modernen Wirtschaftskrieger sind begehrt. Große Luftfahrt- und Energieunternehmen arbeiten mit ehemaligen Absolventen. Sie haben eben ein besonderes Diplom, einen Master in Wirtschaftskrieg. Professor Müller-Quade, gibt es Schulen wie diese gegen den Wirtschaftskrieg vergleichbar auch in Deutschland? Nicht, dass ich wüsste, dass es solche Schulen hier gibt, aber natürlich können Sie an der Universität, zum Beispiel in Karlsruhe, auch ein gewisses Werkzeug lernen, das aber natürlich bei uns auch in erster Linie eher der Abwehr dient, die andere Standpunkte wie beispielsweise Bochum, Darmstadt, Saarbrücken oder München bieten auch sehr gute Bildung im Bereich Cybersicherheit und ich denke, dass man dort das nötige Rüstzeug sich auch aneignen könnte. Nichtsdestotrotz gewinnt man ein bisschen den Eindruck, Deutschland hinge, was Cybercrime oder Spionage angeht, anderen Ländern, vor allen Dingen den USA, hinterher. Sehen Sie das ähnlich? Das sehe ich tatsächlich ähnlich, insbesondere was die Maßnahmen gegen solche Spionage angeht, haben wir ein echtes Problem, weil wir nicht nur die politische Souveränität, wie gerade angesprochen, nicht wirklich haben, sondern wir haben auch nicht die technische Souveränität, denn die verschiedenen Verbindungsknoten des Internets oder unsere Betriebssysteme oder unsere Rechner sind von fremden Herstellern und von uns wahrscheinlich nicht ausgiebig genug geprüft worden. Wo könnte man da ansetzen? Muss da vielleicht von ganz oben, vom Staat aus angesetzt werden? Ich würde mich sehr freuen, wenn von ganz oben, vom Staat her angesetzt würde. Ich glaube aber, dass das ein langfristiger Prozess ist und kurzfristig jetzt gar nichts passieren sollte. Dieses Rufen nach einem deutschen Google halte ich für keine gute Idee. Ich glaube tatsächlich, dass wir dem wirklich sehr gut funktionierenden Service aus Amerika da langfristig auch ohne Subventionen, selbst mit Subventionen, nichts entgegenzusetzen haben. Ich denke, langfristig müssen wir überlegen, wie wir stückweise die technische Souveränität zurückerlangen und dann wirklich umfassenden Schutz bieten können. Professor Foschebot, im Beitrag ging es um Wirtschaftskrieg. Nun haben die Amerikaner ja versichert, bei der Spionage aktuell ginge es nicht um Wirtschaftsspionage, ausschließlich um Sicherheit. Glauben Sie, dass das stimmt? Ich glaube, da muss man noch mal grundsätzlich nachfragen, denn die Amerikaner sind ja eine Weltmacht. Und eine Weltmacht strebt eigentlich auf drei Gebieten nach Überlegenheit. Das ist auf dem wirtschaftlichen Gebiet, das ist auf militärischem Gebiet und das ist auf politischem Gebiet. Und wenn Sie jetzt die Geschichte der Geheimdienste sich anschauen und die Geschichte der Überwachung, dann werden Sie genau feststellen, auf diesen Gebieten sind die Geheimdienste aktiv. Im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich und im militärischen Bereich. Das kann zu einigen Zeiten natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten geschehen. Aber generell interessiert Sie das alles. Es geht ja darum, die Suprematie, wie ich sagen würde, die Überlegenheit der Vereinigten Staaten in der Welt dauerhaft zu sichern. Und dazu muss man vorher Informationen haben, bevor sich eine Gefahr so verdichtet hat, dass sie gefährlich wird. Informationen auf allen Ebenen also. Wir wollen noch mal genauer schauen, wie exakt Geheimdienste eigentlich Daten von Bürgern abfischen. Ein Wort, das öfter in diesem Zusammenhang gefallen ist, gerade auch schon eben im Beitrag gehört, ist X-Keyscore, eine Spionage-Software, die unter anderem die NSA verwendet. Es sieht aus wie eine harmlose PowerPoint-Präsentation, doch es ist ein streng geheimes NSA-Dokument über X-Keyscore, ein Spionageprogramm. Es ist die Anleitung zum Ausspionieren im Netz. X-Keyscore ist benutzerfreundlich wie ein ganz normales Suchprogramm. Wir treffen einen Ex-Hacker, der heute ein anerkannter IT-Experte in der Schweiz ist. Er hat unter die Lupe genommen, was von dem geheimen Programm bekannt ist. Die Suchanfragen können dort beliebigen Inhalt haben. Sie können dort nach verschiedenen Schlagwörtern suchen, das heißt nach irgendwelchen wild ausgesuchten Namen. Sie können aber auch genauso gut sagen, Sie möchten einfach zu einer bestimmten Person alle Informationen haben, bis hin zur zweiten, dritten Reihe, das heißt Freunde, Bekannte, Nachbarn. Also so wird eine Riesenkette aufgemacht und sämtliche Informationen über x-beliebige Personen können dort zusammengefasst eingesehen werden. X-Keyscore sammelt dem Dokument von 2008 zufolge neben Metadaten vor allem Inhalte, die in E-Mails oder Textverarbeitungsprogrammen enthalten sind, etwa Uhrzeit, Ort und Sprache. Das Programm soll sogar Unterhaltungen in sozialen Netzwerken mitschneiden können, in Echtzeit.
So entstehen Datenprofile von Terrorverdächtigen. So zumindest rechtfertigt die NSA die Überwachung an angeblich 150 Standorten weltweit. Das Programm selber macht eine komplette Überwachung. Dort können Sie jetzt verschiedene Nutzen natürlich hineininterpretieren. Sie können sagen, das ist gegen Terrorabwehr oder für Terrorabwehr. Das kann aber genauso gut Wirtschaftsspionage sein. Das kann hin zur Kontrolle der kompletten Menschheit führen, Beeinflussung der Demokratie. Letztendlich können Sie alles damit machen. X-Keyscore verwaltet gewaltige Datenmengen. In einem Monat sollen so 41 Milliarden Einträge von Webseiten aus aller Welt zusammenkommen. Für einzelne Anfragen, etwa nach einer E-Mail-Adresse, brauchen die Agenten dem Dokument zufolge keine gesonderte Zustimmung. Ich habe keinerlei Informationen gesehen, dass irgendwelche Einschränkungen rechtlicher Natur in dem Programm Auswirkungen haben, beziehungsweise dass Informationen deshalb nicht dort gespeichert werden. Ganz im Gegenteil, es wird damit geworben, dass alles komplett überwacht werden kann, bis hin zu der Tatsache, dass man verschlüsselte Daten zum Beispiel explizit aufsuchen kann und so, Zitat, um sie dann zu knacken. Die Dienste als Hacker. X-Keyscore, ein Programm, das den letzten Winkel unserer Privatsphäre ausspioniert. Professor Müller-Quade, welche Daten noch mal ganz genau kann X-Keyscore abfischen? Ich denke, X-Keyscore ist ein bisschen wie ein Google, mit dem Sie sozusagen in geheimer Information suchen können, ähnlich wie Sie es von Google von der kommerziellen Version kennen. Es ist so, dass ich denke, dass das Daten sind, die zusammengetragen werden von verschiedenen Anbietern oder abgegriffen werden im Klartext. Und dieses X-Keyscore ist eigentlich die Suchmaschine. Und gesondert davon muss man betrachten, wo jetzt die Daten tatsächlich herkommen. Und wenn jetzt gesagt wird, dass beispielsweise die Bundesrepublik X-Keyscore auch benutzt, ist die Frage, ob die auch die gleichen Zugriffe auf die gleichen riesigen Datenbestände hatten. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer hat denn alles Zugriff auf X-Keyscore? Außer der Bundesregierung und der NSA. Ich weiß nicht, wer alles Zugriff auf X-Keyscore hat. Ich denke, dass leider die Informationen dort tatsächlich, wie gerade angesprochen, nicht nur der Terrorbekämpfung, sondern eben vielleicht auch der Wirtschaftsspionage dienen. Wer kontrolliert möglicherweise X-Keyscore? Gibt es da irgendeine Form von Kontrolle? Ich glaube, dass die Kontrolle von Geheimdiensten eine ganz neue Diskussion bedarf. Denn wenn selbst der Staatschef nicht weiß, dass andere Staatschefs abgehört werden, dann funktioniert die Kontrolle offensichtlich nicht gut. Wollen wir noch über das Abhören der Kanzlerin sprechen? Mit welchen Mitteln wird da gearbeitet? Wie können wir uns das vorstellen? Die Abhöraffäre dort betraf ein normales GSM-Handy. Ein GSM-Handy kommuniziert verschlüsselt zwischen dem Handy und der Basisstation. Danach ist die Nachricht unverschlüsselt. Und wenn jetzt beispielsweise sich ein Spionagegerät ausgibt als eine Basisstation und vielleicht stärker funkt als die wirkliche Basisstation, wird das Handy zu dieser Station, zu dieser Spionagestation eine Verbindung aufbauen und dort wird alles dann im Klartext vorliegen. Wenn ein verschlüsselndes Handy benutzt worden wäre, wäre das so nicht passiert. Schauen wir mal auf die Überwachung von Bürgern generell in Deutschland. Wie funktioniert das? Mit welchen Mitteln wird da gearbeitet, außer X-Keyscore? Ich denke, dass für die Überwachung von Bürgern besonders wichtig ist, dass wir inzwischen mit Computerhilfe nach Korrelationen und Stichworten und zusammenauftretenden Stichworten suchen können. Denn man hätte gar nicht dieses Personal, das man brauchen würde, um massenhaft so zu überwachen, wie das jetzt eben automatisiert geschieht. Und das Überwachen geschieht eben, indem man unverschlüsselte E-Mails komplett mitliest, indem man Suchanfragen bei Providern abgreifen darf, indem man eben Profile über Personen anlegt, sobald sie interessant genug sind, und ansonsten Big-Data-Techniken verwendet, um eben Besonderheiten zu finden. Dankeschön, soweit. Professor Foschopot, schauen wir noch mal auf die Konsequenzen des Ganzen. Glauben Sie, dass sich jetzt tatsächlich irgendetwas ändern wird? Also auch hier nochmal, was ist das Problem? Das Problem ist ja einfach, es handelt sich hierbei um einen großen nachrichtendienstlichen Angriff auf die Demokratie und den Rechtsstaat. So müssen wir es formulieren.
Und egal, ob es nur die Kanzlerin ist oder eine andere einzelne Person oder die gesamte Bevölkerung. Wir müssen also neu ausjustieren die Frage nach der Sicherheit und nach den Bürgerrechten. Und das ist die zentrale Frage. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Wir werden in unseren eigenen Gesetzen viele Einschränkungen gerade der Bürgerrechte zugunsten eben der Nachrichtendienste finden. Ganz voran würde ich da das G10-Gesetz von 1968 nennen, dass da die ganzen Kontrollen ja ausgeschaltet worden sind. Es gibt heute laut Grundgesetz, wie es dann 1968 festgelegt worden ist, nicht die Möglichkeit für den Bürger, auf dem Rechtsweg sein Recht einzufordern, wenn er denn überwacht worden ist. Das Grundgesetz schließt seit der letzten großen oder der vorletzten großen Koalition 1968 aus, dass dieses Recht auf den Rechtsweg nicht gilt für nachrichtendienstliche Überwachungsmaßnahmen. Wenn wir dann die ganze Vielzahl der Gesetze noch nehmen und Verträge, die noch zu durchforsten werden, erst dann werden wir zu einem bereinigten Verhältnis kommen, die dann auch ein Stück mehr Souveränität und mehr Rechtsstaatlichkeit für die Bundesrepublik bedeuten. Es könnte also noch ein wenig dauern, bis es tatsächlich Konsequenzen gibt. Ganz herzlichen Dank, Professor Foschelbuth. Ganz herzlichen Dank, Professor Müller-Quade, für Ihre Einschätzungen. Und ja, das war unser Phoenix-Thema Spionage 2.0. Vielen Dank fürs Zuschauen. Direkt im Anschluss sehen Sie jetzt die Dokumentation Worldwide War, der geheime Kampf.